Zunächst möchte ich nicht versäumen, Ihnen, Ihren und Ihrer Familie noch ein gutes und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Klaus Siebeneicher, 53 Jahre alt, verheiratet, 2 Töchter, 1 Sohn. Seit 16 Jahren eine Firma, die ich als Meister in Gang halte, ungefähr mit 20 Angestellten. Ich freue mich ganz besonders, heute Landwirtschaftsverband Herrn Antonius Tillmann, Christian Hase als Bürger unserer Weserstadt und Matthias Göken als Bäckermeister herzlich begrüßen zu können. Warum veranstalten wir das eigentlich hier? Und am 8.1. in Höxter eine Demonstration gegen die derzeitige Ampelregierung. Unsere Landwirtschaft und die Unternehmen im ganzen Land, die zum größten Teil Familienunternehmen, mittelständisch geprägt sind, werden durch die angekündigten unverständlichen Maßnahmen, durch die in meinen Augen unfähigen Ampelregierung mitten ins Gesicht geschlagen. Diese Regierung ist dabei, unseren erarbeiteten Wohlstand, der durch Generationen aufgebaut wurde, in kürzester Zeit vor die Wand zu fahren. Das Fass wurde mit diesen Gesetzen nun in einer Nacht- und Nebelaktion zum Überlaufen gebracht und hat zunächst unsere Landwirte dermaßen verärgert, dass diese mit ihren Schleppern Richtung Berlin aufgebrochen sind, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Damit aber nicht genug. Wenn man sich mit dem Papier auseinandersetzt, sind alle Bereiche des täglichen Lebens davon betroffen. Meiner Meinung nach gab es noch nie eine Regierung der Bundesrepublik Deutschland, wo so viele unfähige Minister das Sagen haben, als in dieser Regierung. Was ist hier eigentlich los? Jawohl. Was ist hier eigentlich los? Für mein Unternehmen stehe ich aktuell, dass die Auftragslage seit Monaten sehr angespannt und auch rückläufig ist. Diese Situation beunruhigt mich sehr, denn wir sind eigentlich in einer Sparte unterwegs, die bis vor ein paar Monaten noch als absolut krisensicher galt. Und ich persönlich warte nicht erst ab, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. So geht man mit den Landwirten und den Unternehmern nicht in unserem Land nicht um. Nun übergebe ich das Mikrofon an Herrn Tillmann des Landwirtschaftsverbandes. Schönen Dank, Klaus Siebeneicher. Ich möchte mich auch kurz vorstellen, Antonius Tillmann, komme aus Warburg-Bodenburg, bin seit 2009, eine unvorstellbar lange Zeit, schon Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. In dieser Zeit haben wir öfters mal zu Demonstrationen aufgerufen und es war immer sehr schwierig, die Berufskollegen zu motivieren. Das ist jetzt ganz anders. Als kurz vor Weihnachten klar war, man will jetzt Agrardiesel streichen, die Beihilfe wird schön gesagt, das ist nur eine kleine Steuerrückerstattung, die wir vorher bezahlt haben und die wir nachher dann wieder rauskriegen, wenn wir dann unseren Antrag gestellt haben. Und vor allen Dingen die Kfz-Steuerbefreiung. Bisher sind unsere landwirtschaftlichen Fahrzeuge, also nur die landwirtschaftlichen, wenn ich gewerblich Schlepper fahre, dann ist da eine schwarze Nummer dran, wenn es befreit ist, ist das eine grüne Nummer dran, dass sie auch gestrichen wird. Und da ist ja noch so ein Rattenschwanz dran. Sind unsere kleinen Anhänger mit 25 Kilometern, müssen wir die demnächst auch zulassen, müssen wir die dann auch versichern, die wir ein paar Mal im Jahr nur brauchen. Oder wenn jemand ein paar Rinder auf der Wiese hat, mit einem Wasserfass, können wir da demnächst dann auch zum TÜV fahren, zulassen. Die haben ja alle keine ABEs, also können wir die vorerst mal wegschmeißen, neu investieren. Das sind so die Kleinigkeiten, die da unter Umständen alle dranhängen. Und dann merkt man, das sind alles gar keine Kleinigkeiten mehr, sondern man macht die Betriebe, die man ach so besonders immer erhalten will aus der Politik, die klein- und mittelbäuerlichen Betriebe, denen dreht man dann sofort den Hals um. Richtig große Betriebe haben oft sowieso zugelassene Anhänger, die auch zum TÜV mussten. Da ist das nicht so tragisch, aber diesen Mittelbau, der wird da komplett mit erledigt, wenn man diese Dinge macht. Und
Wir sehen es, Sie sehen das in den Statistiken, der Rückgang der Betriebe ist sowieso gewaltig, weil in der Landwirtschaft das mit dem Einkommen oft nicht ein Auskommen ist. Die Preise, wir bewegen uns hier immer auf dem Weltmarkt. Warum bewegen wir uns auf dem Weltmarkt? Wir haben offene Grenzen. Wir haben die höchsten Auflagen weltweit. Wir haben die sichersten Nahrungsmittel, aber trotzdem keine höheren Preise. Das ist das Problem, mit dem wir immer hier zu kämpfen haben. Das haben wir immer versucht, über die ganzen Jahre, dadurch, dass wir Effizienz gesteigert haben. Aber das sollen wir auch nicht mehr. Unsere Tiere sollen nicht mehr Leistungen bringen. Wir sollen auch nicht mehr ernten auf den Flächen. Weniger Düngen, weniger Pflanzenschutz. Und die armen Tiere, die dann gerne auch mehr Leistungen gegeben haben, sollen das auch nicht mehr. All das sind die Dinge, die Möglichkeiten, die wir bisher genutzt haben, die Effizienzsteigerung, auch das soll nicht mehr sein. Und jetzt merke ich, dass die Bauern sauer sind, und zwar richtig sauer. Der Agrardiesel ist mit Sicherheit nicht unbedingt das, wo dann alle reihenweise dran pleite gehen, aber das Maß ist jetzt voll. Und das Bemerkenswerte ist, und das finde ich total klasse, dass wir so eine breite Resonanz haben in der Bevölkerung, dass viele sagen, jawohl, das ist richtig, dass ihr auf die Straße geht. Und das finde ich auch von Klaus Siebeneicher so toll, dass er sich hier mit engagiert, dass er auch sagt, ja genau, uns geht es genauso, dem Handwerk geht es jetzt auch ans Leder, es geht dem ganzen Mittelstand ans Leder. Wir, die wir die Gesellschaft hier tragen, die den ganzen, die Wirtschaft letztendlich, den Rückhalt der deutschen Wirtschaft, wir gemeinsam sind hier, werden hier gegen die Wand gedrückt. Es ist nicht nur die Wirtschaft, es ist insgesamt auch der ländliche Raum. Wir haben uns eben auch schon darüber unterhalten. Der ländliche Raum steht hier zur Disposition. Und wir müssen hier deutliche Zeichen setzen, dass sie in Berlin auch mal wach werden. Die etablierten Parteien in Berlin, die im Moment an der Regierung sind, sind sehr auf Großstadt ausgelegt. Das fängt bei der Landwirtschaft mit dem Wolf an. Ab dem zweiten Stockwerk stört er mich nicht. Aber hier auf dem Land müssen wir mitrechnen, dass demnächst auch hier durch Bewohnung läuft. Das ist nur eine Kleinigkeit. Und viele andere Sachen. Unsere ganzen Dokumentationspflichten. Ich finde Dokumentation hundertprozentig richtig, solange ein Sinn dahinter steht. Aber da muss einfach mal ausgemistet werden. Und wenn Politiker das Wort Bürokratieabbau in den Mund nehmen, dann muss das letztendlich auch mal darin münden. Dann muss das nicht heißen, dass ich anschließend noch zwei Ordner mehr kaufen muss, sondern dann muss einfach auch mal wirklich Bürokratie abgebaut werden. Wir brauchen Luft zum Atmen als Unternehmer. Wir müssen auch die Möglichkeit haben, als Landwirte und natürlich auch als Handwerker und die übrige mittelständische Wirtschaft. Das muss endlich mal auch kommen. Und das ist wichtig. Darum fordere ich alle auf im Kreis und darüber hinaus, kommt nach Höxter, dass wir ein deutliches Zeichen setzen, und eine Woche später müssen wir nach Berlin. Und wenn unser Bundeskanzler oft auch ein Problem hat, hat er was vergisst. Den 15. Januar 2024 darf Olaf Scholz nie mehr vergessen und diese Bundesregierung auch. Selbst das schon den Vorwurf bekommen, ja, das ist ja Richtung rechts und so weiter und so fort. Es geht hier nicht um rechts. Wir sind Demokraten. Wir wollen diesen Staat tragen. Und wir haben von immer daran mitgeholfen, diesen Staat zu tragen, indem wir fleißig gearbeitet haben und Steuern gezahlt haben. Und wenn uns was nicht passt, dann ist das unser gutes Recht, mal zu demonstrieren. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Klaus Siebeneicher, ich bin heute hier bewusst als Handwerksmeister und nicht als Landtagsabgeordneter, weil ich sehe, das Schild rechts im Handwerk gilt eine Meisterpflicht, und ich bin froh, dass diese Meisterpflicht für viele Gewerke gilt. Sie gilt auch, wie beim Vorredner, für die Landwirtschaft, und sie gilt für viele andere Berufe auch. Und die letzten Wochen, die ich unterwegs gewesen bin, haben mich vor allen Dingen Junge, ob es Landwirte war, ob es Unternehmer waren und auch sehr viele Handwerksmeister, gefragt, wie soll es weitergehen? Wie verlässlich ist diese Politik?
Und wir sehen es gerade hier, CO2-Steuer und Maut, das sind welche Belastungen, die vielleicht auf die Betriebe zugekommen sind, die konnte man planen. Aber zusätzliche Netzentgelte, die man zusätzlich bezahlen muss, hier im ländlichen Raum sowieso viel mehr als in Städten. Wir tragen hier den Ausbau der regenerativen Energien, wir sehen PV-Elemente, wir sehen Windräder, so. Aber hier der ländliche Raum muss es bezahlen. Und viele fragen sich, wie sollen wir den Betrieb weiterführen, ob es in der Landwirtschaft oder im Handwerk ist. Wir reden alle über Fachkräftemangel. Ja, wenn der Betrieb oder wenn das Handwerk keine Zukunft hat, bekommen wir keine Fachkräfte. Wir sehen es in vielen Berufen schlecht geredet worden. Anschließend hat man dort sehr wenig Nachwuchs bekommen. Und heute ein Betrieb zu übernehmen, morgen nicht weiß, verlässlich die Rahmenbedingungen sind, führt nicht dazu, dass wir investieren. Wir sehen gerade, die Großindustrie verlagert, investiert gar nicht mehr oder verlagert im Ausland. Der Handwerker ist wie du, Peter, hier vor Ort mit seinen Investitionen. Der kann nicht ins Ausland. Die Landwirtschaft ist an ihre Flächen gebunden, die kann nicht weg. Deswegen brauchen wir Rahmenbedingungen, die verlässlich sind und nicht von heute auf morgen in irgendwelchen Nachtaktionen in Berlin anders entschieden werden. Es muss hier einfach eine verlässliche Politik gemacht werden, dass jeder die versteht. Und, das sage ich ganz bewusst, die Politik muss auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn eine Bundesbauministerin sagt, ich mache meine Heizung, repariere ich so lange, wie sie hält, gleichzeitig von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie eine Wärmepumpe macht. Das zeigt das Denken, das darf nicht sein. Und deswegen finde ich gut den Spruch, es müssen erstmal die Menschen im Handwerk gearbeitet haben oder Handwerksausbildung gemacht haben, damit sie wissen, wie schwierig das ist. Von allen Handwerksunternehmen, die in der Branche gerade sind, was mit Heizung zu tun ist, die sagen, wir im letzten Jahr haben wir so viel Gas- und Ölheizung eingebaut, wie lange nicht mehr. Das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollten. Deswegen gilt es hier einfach verlässliche Politik zu machen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass soweit das möglich ist und damit der Nachwuchs im Handwerk nicht nur über Fachkräftemangel klagt, der auch da ist, gar keine Frage, aber der Rahmenbedingungen vorfindet, dass sowohl in der Landwirtschaft als im mittelständischen Unternehmen als auch im Handwerk eben die nächste Generation eine Chance hat, sich hier zu verwirklichen und das zu können. Das sage ich ganz bewusst im Bereich des Handwerks. Wir sind im ländlichen Raum viel stärker handwerklich geprägt als die Großstädte. Und deswegen muss man gerade im ländlichen Raum diesen Unternehmen auch die Möglichkeit geben. Wir haben weitere Wege. Und du hast ja gerade vorhin aus deiner Branche geschildert, wir rufen alle nach Digitalisierung. Und gerade in deiner Branche, was du gerade machst, da liegen ganz die Glasfaserkabel, stoppt es im Moment, weil selbst der Staat die Rahmenbedingungen nicht vorgibt, die wir eigentlich brauchen. Und was nützt mir die beste Netzausbau? Christian und ich haben immer wieder uns eingesetzt, auch für den ländlichen Raum. Nicht nur für den Glasfaserausbau, sondern für den Netzausbau. Alle, die von weiter herkommen, wissen, dass irgendwann wir keinen Netzausbau haben. Aber wenn kein Glasfaser verlegt wird bis zu den Funkmasten, dann werden wir es auch nicht hinbekommen. Deswegen brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen, damit die Betriebe hier weiter investieren, damit die ihre Arbeitsplätze halten können. Und das ist mein Ansatz. Und dafür brauchen wir eine verlässliche Politik. Und da gehört es dazu, dass eben alle hier auf die Straße gehen. Und mich hat es wahnsinnig gefreut vor Weihnachten. Ein kurzer Aufruf und 350 Traktoren sind durch den Kreis Höxter gefahren. Ich habe auch Diskussionen mitbekommen. Jetzt streiten die auch schon. Was ist mit Klimaklebern? Warum dürfen die Landwirte das? Die dürfen das, weil sie genauso Recht haben wie alle anderen, sich für ihre Betriebe und für die Gesellschaft einzusetzen. Und das zeigt eben, dass vor allem die jungen Leute, mit denen ich morgens so diskutiert habe, ihre Zukunft in Gefahr sehen. So, und gerade für die brauchen wir eine verlässliche Rahmenbedingung. Und deswegen finde ich es gut, dass du das so gut organisiert hast. Was wir am 8. hier zeigen, in Kreis Höxter, wir können das. Ja. Wir haben andere Dinge auch schon hier hinbekommen. Wir haben Landesgartenschau, wir haben gerade hier in Beerum was geschafft, wo sich auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben, dass wir hier etwas nicht bekommen, was wir sich gewünscht haben. Und ich bin fest davon überzeugt, ganz Nordrhein-Westfalen, ganz Deutschland wird dann am 8. hier in Kreis Höxter gucken, dass wir so etwas auf die Beine kriegen. Und ich wünsche für Berlin ganz großen Erfolg, damit die mal sehen, dass auch andere den Verkehr lahmlegen können, dass es Auswirkungen hat. Ich wünsche allen, die hier sich ehrenamtlich dafür engagieren, ganz herzlichen Dank. Hier muss eben Seite an Seite Handwerk, die mittelständischen Unternehmer und auch die Landwirtschaft, die müssen zusammenstehen. Und ich glaube, dann kann es was werden. Ich bin fest davon überzeugt, am 8. wird das hier im Kreis gerockt werden und wir werden den Verkehr lahmlegen und eine gute Demo hinbekommen und dann ein paar Tage später in Berlin auch.
dass wir ein Zeichen setzen, dass Sie vielleicht in Berlin wach werden und eben Rahmenbedingungen machen, die verlässlich sind. Dankeschön. Frohes neues Jahr. Besonders froh hat es ja in der Region nicht begonnen. Wir hatten das Weserhochwasser, was viele beschäftigt hat. Aber das hat gerade wieder was gezeigt, wo es dann nicht geklappt hat. Es haben Leute zusammengestanden, haben gesagt, wir helfen den anderen sofort, wenn hier irgendwo Not am Mann ist. Klaus war auch wieder mit dabei. Und deshalb, bevor ich erstmal irgendwas sage, möchte ich meinen Dank aussprechen an Klaus Siebeneicher, an André Potters und alle anderen, die das organisiert haben. Nicht den heutigen Tag, sondern die ganze Organisation, die dahinter hängt, die Familie, die dahinter stehen muss. Und deshalb habe ich auch gerne gesagt, dass ich hier ein paar Worte sprechen werde. Ich stehe jetzt hier nicht als Politiker, sondern als jemand, der sich immer für den ländlichen Raum eingesetzt hat. Und es ist eben schon mal gesagt worden, das Maß ist voll. Wenn man im ländlichen Raum unterwegs ist, seit Jahren hier Gespräche führt, da ging es immer um diese Frage, na, wie sind wir im Gegensatz zu dem städtischen Raum irgendwo abgehangen, wie geht es mit dem ÖPNV weiter. Da habe ich viel mit der Landwirtschaft gesprochen, es ist über Fachkräftemangel gesprochen worden. Keiner wusste so weit, wie geht es weiter mit zum Beispiel der Stallhaltung, wie können wir überhaupt den Mut haben, in dieser Zeit noch zu investieren. Und immer wieder hat es junge Leute gegeben, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, wir übernehmen den Betrieb der Eltern und so weiter und so fort. Aber ich habe in den letzten 3-4 Monaten gespürt, dass das weg ist. Der Mut in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ich bin bereit, sich hier für die Gesellschaft, für den Staat noch einzusetzen. Das ist weggegangen und deshalb ist es gut, dass aus der bürgerlichen Mitte heraus, dass die Handwerker, dass die Landwirte, dass die Vorunternehmen, dass die mittelständische Wirtschaft jetzt sagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen grundsätzlich eine Umkehr, wir brauchen wieder eine zuverlässige Politik und deshalb ist es gut, Klaus, dass du das hier organisiert hast. Und ich kann wirklich nur alle auffordern, am nächsten Montag nach Höxter zu kommen, dass wir deutlich machen, die demokratische Mitte in diesem Land ist nicht mehr die schweigende Mehrheit, sondern sie ist die laute Mehrheit in diesem Land. Und wir sind bereit, unsere Stimme zu erheben, weil wir eine andere Politik an der Stelle wollen. Und ich denke mal, dann kommt das auch in Berlin an. Aber es muss gemeinsam gehen, es muss friedlich gehen, es darf nicht radikal werden. Wir dürfen uns nicht von Extremisten in irgendeiner Form vereinnehmen lassen, sondern es muss deutlich werden, was ist wichtig für den Handwerker, was belastet in seiner Bürokratie, was ist wichtig für die Landwirte. Sie eben gesagt wurde, ja, der Handwerker kann nicht weg. Aber der Landwirt produziert hier für den internationalen Markt. So, und wenn in Deutschland die Rahmenbedingungen für die Landwirte immer schlechter werden, wenn hier keine Schweine mehr produziert werden und gleichzeitig in Spanien die Schweinehaltung aufgebaut wird, dann bringt das am Ende doch gar keinen was in irgendeiner Form. Und das sind die Zusammenhänge, die glaube ich müssen noch viel deutlicher werden. Offensichtlich sind sie nicht bei allen verstanden an der Stelle. Und deshalb bin ich froh, dass heute schon einige hier sind und zeigen, dass sie das unterstützen. Und am Montag werden wir noch ein paar tausend mehr sein, hoffe ich. Also Klaus, Daumen drücken am Montag. Es ist alles wunderbar organisiert und dann schaffen wir das. Ja, also ich bedanke mich erstmal dafür, für unsere tollen Redner. Deine Frage sprechen uns allen aus dem Herzen. Und wenn wir am 8.1., wie gesagt, unsere Ziele nicht erreichen, dann müssen wir das halt am 15.1. in Berlin nochmal machen. Also rufen wir alle auf. Vielen Dank.